Ich bin Theaterregisseur und Musiker. Ich war in Syrien Mitglied in einer Künstlergewerkschaft und ich hatte ein eigenes Theaterfestival in meiner Stadt und auch eine eigene Gruppe. Ich bin schon 2 Jahre hier in Deutschland. Ich wohne in Sulzbach, Hünefeld. Und ich habe zum Glück habe ich Johannes getroffen und wir machen beide hier ein Theaterprojekt in Sad Ingbet. Ich habe letztes Jahr auch ein Theater, integratives Theaterprojekt gemacht in Saarbrücken. Ich finde das sehr wichtig für die beide Seiten, also wir Syrische und wir Deutsche. Die Deutschen wissen besser, wie denken die Syrische, woher kommen sie. Ja, also und auch die Syrische wissen und lernen auch, wie läuft Deutschland. Sehr, 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 sehr wichtig für die deutsche Sprache. Also ja, ich finde, dass die Syrische hier lernen jeder Gruppe verschiedene Wörter, verschiedene Sätze. Also obwohl sie verstehen oder nicht, das spielt keine Rolle, aber sie lernen. Das kommt später. Es gibt viele. Ja, also die deutsche Sprache ist nicht so leicht. Auch die arabische Sprache ist nicht so leicht. Deshalb gibt es immer, schreibe immer auf meinem Heft und Johannes spricht mit der Gruppe und sagt mir, bitte übersetzen. Ich habe gesagt, was hast du gesagt? Wir wiederholen nochmal. Ja, gibt es immer. Ja. Ich glaube, unsere Aufführung soll oder muss eine Überraschung für die verschiedene Publikum hier in Sad Ingbet oder in Deutschland. Warum? Weil wir auch in Frankfurt aufführen müssen. In einem Fest und das zwar die verlorene Kultur in Frankfurt im September.